Willkommen zu meinem neuen Video Just Course 4 Tipps und Tricks für Anfänger. Ich will jetzt auch nicht lange drum herum reden, deswegen starten wir jetzt hier gleich mit Tipp 1. Benutzt den Enterhaken. Der Enterhaken ist das wichtigste Werkzeug von Rico Rodriguez. Er bietet euch vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ob im Kampf, bei der Fortbewegung oder schlichtweg zum Entfernen von Hindernissen oder Öffnen von Türen. All das könnt ihr mit dem Enterhaken erledigen. Dabei könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und auch gerne mal Sachen austesten. Zweitens, die Nachschublieferungen. Nutzt unbedingt die Nachschublieferungen, bei Just Cause 4 wird schon mal ordentlich viel geballert. Glücklicherweise ist die Munition kein extrem knappes Gut, aber dennoch kommt es des Öfteren vor, dass eure Reserven dem Ende entgegengehen. Sollte mal keine Waffenkiste in der Nähe sein, dann könnt ihr euch ganz einfach Nachschub schicken lassen. Das muss allerdings erst freigeschaltet werden, aber das passiert ganz von alleine relativ zu Beginn des Spiels. Übrigens, ihr könnt nicht nur Waffen, sondern auch Fahrzeuge liefern lassen. Nach und nach könnt ihr nach Absolvieren bestimmter Missionen immer mehr Items freischalten. Drittens, Chaos sammeln. Um Gebiete befreien zu können, müsst ihr die Befreiungsmissionen des jeweiligen Gebiets meistern. Diese stehen euch aber erst ab einer bestimmten Prozentzahl an Chaos in dem Gebiet zu. Also zerstört alles von der schwarzen Hand, was euch in die Quere kommt. Viertens, die Fortbewegungsmöglichkeit Nummer 1 nutzen. Um in der Welt von Just Cause voranzukommen, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könntet beispielsweise zu Fuß gehen oder aber in ein Auto, Motorrad, Helikopter oder Flugzeug steigen, um die Welt zu erkunden. Die schönste und schnellste Möglichkeit ist es allerdings, sich mit euren Enterhaken fortzubewegen. Das bedarf zum Anfang ein wenig Übung, aber schon bald beherrscht ihr den Wechsel von Enterhaken, Fallschirm und Wingsuit wie ein Profi und die NPCs um euch denken, ihr werdet Spider-Man. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Video.